Wir sind am Stand von der Firma Lifestyle Camper, ein ukrainisches Unternehmen, das sehr innovative Kleincamper baut. Wie man im Hintergrund sieht, das Wesentliche bei dem Produkt ist eigentlich, dass die Hemmschwelle wegfällt, am Wochenende auch für ein oder zwei Tage fortzufahren. Wenn man ein größeres Mobilheim hat oder einen größeren Wohnwagen, dann sagt man sich immer, man braucht ein paar Stunden, um den herzurichten, also bleibt man lieber im Garten sitzen. Dieses Fahrzeug zieht man aus der Garage, was ist garagentauglich. Es ist sehr schmal, also meistens schmaler als die meisten PKWs. Und man hängt es an, man füllt Wasser auf, man nimmt seine Lebensmittel und seine Getränke mit und fährt einfach weg. Das Fahrzeug hat eine Heckküche, da ist integriert eine Kompressorkühlbox. Sie haben 60 Liter Wassertank, also 10 Liter mehr als viele andere wesentlich größere Fahrzeuge. Sie haben die Kochmöglichkeit über einen Gasbrenner, einflammig oder zweiflammig. Sie haben ein vollwertiges Bett auf 200 x 140 cm inklusive Lattenrost drunter, also der Komfort ist wie zu Hause zum Schlafen. Sie haben Stauräume durch die Frontstaubox. Das sind eigentlich im Prinzip alle Merkmale, die ein normaler Caravan eigentlich auch mit sich bringt, nur auf komprimiertestem Raum. Er bietet eigentlich eine riesen Flexibilität. Er ist klein, er hat aber diverse Erweiterungsmöglichkeiten durch Markise, durch Vorzelt, durch Heckzelt, wo man auch eine Campingtoilette, die man im Wagen selber nicht verbauen kann, aber installieren kann. Also letztlich, wenn man ihn richtig ausstattet, hat man eigentlich allen Komfort, den auch ein großes Mobil bietet. Die Fahrzeuge haben beide ein Leergewicht, das sind ja unterschiedliche Versionen, zwischen 520 und 560 Kilo. Und das zulässige Gesamtgewicht liegt bei beiden Fahrzeugen bei 750. Das heißt, keiner braucht einen zusätzlichen Führerschein, um diese Fahrzeuge fahren zu können. Die Zielgruppe, die wir ansprechen wollten, ist eigentlich eine vollkommen andere geworden. Wir haben ursprünglich gedacht, für junge Leute, die aktiv mit Surfbrettern oder mit Kitesurfer und so etwas, also jüngere Leute mittleren Alters, sagen wir mal, die ein gutes Einkommen haben. Und der Erfahrungswert zeigt, dass wir 80% unserer Kundschaft in dem Bereich, Altersbereich zwischen 55 und 70 haben, die keine Lust mehr haben, mit großen Mobilen durch die Gegend zu fahren. Die wollen flexibler sein, in Baustellen durchfahren, nicht in den Seitenspiegel gucken müssen, um zu sehen, ob sie über dem Abgrenzungsstreifen drüber sind. Und es hat uns selber überrascht, muss ich sagen.